Wir haben zwar keine optionalen Ziele erreicht, aber das ist dann halt so mal jetzt. Gut. Nächste große Mission erledigt. Jetzt haben wir noch zwei, ja. So, wir sollten mal vielleicht zurück zum Ding, zum Hafen, weil wir brauchen dringend mal. Die brauche ich gar nicht drauf zu achten, weil die nächste Mission ist. Wo sind die überhaupt hin? Wo haben wir sie denn? Da ist sie. Gut. Nach Havanna. Da müssen wir so, da können wir dann sowieso direkt hin. Weil wir können dann direkt mal. Mit der Hölle ist halt alles. Ist das halt Sperrgebiet? So, wir können unser Schiff reparieren. Das müsste ich mal jetzt mal machen. Check da, ist wieder repariert. So, gucken wir mal, wo die nächste Mission sich befindet. Die ganze Stadt ist übrigens, oder fast halbe ganze Stadt. Nächste, so vorletzte Mission heißt Verdorbenes Blut und das gehen wir dann in der nächsten Episode an. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Die vorletzte. Verdorbenes Blut heißt sie. Die komplette oder halbe Stadt steht unter Schutz. Gerade so ein bisschen unter. Steht gerade so ein bisschen unter Arrest, mehr oder weniger. Robert ist tot. Das, was ich eigentlich schon mal gesagt hatte, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass wir den noch. Dass wir den noch eine wegbraten nach der Aktion im Tempel. Aber ja, es ist so tatsächlich gekommen. Was ist denn der? Was ist die Mission hier? Ist die oben? Scheinbar. Also noch. Verdorbenes Blut, Sequenz der Matzwelt. Ah, Captain Kenway. Ich vermute, das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker geht. Mhm. Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Hm, ei. Torres glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her. Er hat recht. Torres, der Nächste. Ding. Ist es das, was ich glaube? Ei, seht her. Mit dem Blut des Gouverneurs können wir durch seine Augen sehen. Das ist bei der Kirche. Bewahrt es gut. Nur für den Fall. Ich bin in meinem Büro. Hm. Viel Glück. So, Laureano Torres aufspüren. Okay. Kirche kann immer gut sein. Das ist bestimmt das Gebäude da vorne. Würde ich mal so spontan behaupten. Sag mal, mein Freund, komm mal her, ja. Ja, super. Das sind natürlich wieder ganz viele Freunde von uns. Jetzt haben wir hier zwei. Kommt jetzt mal. Eigentlich wollte ich euch jetzt nicht unbedingt noch um mich. Das ist mir länger. So, aber weniger. Tschüss. So, jetzt ist mal gut hier. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich hier ein bisschen Ruhe habe. Okay, wir müssen in die Kirche. Mhm. Aha.
müssen wir zumindest in die Kirche. Oder aber vielleicht Glück, dass wir gar nicht müssen. Da sind wir Feinde. Vorteil, dass wir diesmal ohne Probleme. So, darf ich irgendwie noch mal ganz schnell mich ein bisschen aufladen oder geht das hier jetzt? Also, warte mal, ich brauche Munition nämlich. Ajo, ich hätte gerne ein paar Rauchbomben, dann kann ich mich. So, hallo. Guck mal her hier. So. Blöde Frage, nächste Frage. Da muss ich wahrscheinlich rein. Kann ich da hoch? Frage könnte tatsächlich sogar mit Ja beantwortet werden. Ich probiere es nämlich jetzt gerade mal hochzuklettern. Vielleicht schaffe ich das. Dann bin ich überall da. So, jetzt bin ich zumindest mal im Innengebäude. Jetzt muss ich gerade. Wo ist Torres? Ich muss ja hier mal gucken. Wo zur Hölle könnte der Typ sein? Jetzt mehr oder weniger in den Innenraum. Das heißt, wir müssen die hier irgendwo im Gebiet finden. So. Jetzt weiß ich jetzt nicht. Nein, ja, nein, das ist wirklich. Das ist natürlich absoluter Quatsch, dass ihr zwei. Ihr seid das doch nicht, oder? Nein, das ist rot. Das würde mir schon längst angezeigt, wenn das irgendwie so wäre. Wo könnte der Typ sein? So, tötet euch mal gegenseitig.
So. Auch ihr seid jetzt nicht, aber ihr müsst euch mal schon gegenseitig weg. So. Jetzt hat man ja hier die ganze Zeit Adlerorgan. Wo könnte zur Hölle? Oh, warte mal, das ist wahrscheinlich zu viel. Geschafft. Mit Tiburon verfolgen. Schon wieder Verfolgungsmission. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. Warum muss ich eigentlich immer irgendwelche Missionen Typen verfolgen? Kann ich die nicht einfach direkt wegbrezeln? La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Vosotros dos, cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Ich wollte jetzt nicht da lang gehen, weil da wahrscheinlich Typen. Ja, ob das so clever ist. War. Dann haben wir kurz zwei Leute weggemäht. Oh, du brauchst jetzt nicht hochgehen. Der durchsucht da scheinbar irgendwas. Paso.
las posiciones. ¡Alto! So, muss ich die jetzt so. Geh weg, Mann! Das war mir fast klar, weil ihr euch natürlich unbedingt alle einmischen müsst. Weil ihr euch natürlich. Oh. Ich hasse solche Missionen mittlerweile. Bevor ich es durch habe. Weil ich hasse diese Verfolgungsmission. Natürlich. La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Calla. Un rumor acaba de confianza más rápido. Oh, ya. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Leco mío, leco mío. Ey, könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen, Leute? ¿Cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. Atención. Die Flieder. Oh, Mann, ich will sie töten. Leider darf ich erstmal... Ja, es ist das... Warte mal, ist das das dritte Hauptziel, ne? Ja. Die müssen wir noch töten. A los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Die töten hier jetzt wahrscheinlich, ja, ja. Oh, Dios, ahora qué? Oh, Jesse, du gottverdammtes Monster! Gracias, señor. Esos prisioneros. Cállate. Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la pata. Ich versuche jetzt ein bisschen übers Dach zu kommen, dass ich dir ein bisschen hinterher kommen kann. Ich bin auf den Sack mit einem. Ich denke,
Diese Scheißschützen, ey. Da die Scheißschützen mir auf den Senkel gehen. Ich will die Leute töten. Lass mich doch einfach in Ruhe. Kannst du doch einfach töten? Das ist doch normal. Das ist doch kein Problem, die scheiß Affen da zu töten alle. Ich will doch einfach nur die Mission schaffen. Senor, nicht gut. Ja. Atención. Tú, detente. La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ello. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Ich mag diese Verfolgermission nicht. Also ich will nicht. Ich kann die so einfach wegholen. Das ist doch nicht das Problem. Du gottverdammtes Monster! Gracias, señor. Esos prisioneros. Cállate. Bien. Continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la mano. Du kannst halt einfach nicht erschießen, oder was? Oh, gerade so, oder was? Jetzt habe ich die zumindest mal wieder weg. Wo sind die denn überhaupt? Hier unten. Geht doch da runter. Natürlich bin ich jetzt entdeckt worden. Ernsthaft, Leute. Och Mann. Ich will das nicht schon wieder machen. Doch, du musst das jetzt nochmal von Anfang an machen. Oh, was ist das für eine. Deswegen hasse ich diese Verfolgungsmission. Deswegen hasse ich diese Verfolgungsmission, weil die keinen Checkpoint haben. Deswegen hat sich dieser Fall.
Was ist ich mit dem scheiß Schild? Ernsthaft, da oben hängt jetzt. Och Mann! Ernsthaft, habe ich jetzt ein scheiß Schild? Jetzt gehe ich mir schon wieder. Ach du, halt, ich habe ich eben schon gehabt, ne? Ja, ja, du lass mich schon Ruhe. Tschüss. Sag mal, hast du immer noch nicht genug? Mann, lass mich doch einfach jetzt gerade nur in Ruhe. Meine Güte, ey. Ist ja schlimm momentan mit den Leuten. Ich war über dem Ziel. Ich war direkt über dem Ziel. Nein, du warst du nicht. Du warst 5 Meter weg und du musst noch mal näher ran. Ja, und das wieder noch mal. Also das ist echt frustrierend, dass du da echt die ganze Zeit wirklich dass die ganze Scheiße noch mal immer wieder neu machen musst. Señor, no escute. Atención. Man, geh mir nicht. Ich hab das hier doch nicht verloren. Ich will doch nur die Mission schaffen. Senior, nicht gut, ja. So. No, Senior, nicht gut, ja. Ach, geh mir nicht auf Sack, Alter. Ich mag ihn nicht, diese Mission. Ich bin da kein Fan mehr davon. Ich bin deswegen auch ziemlich froh, wenn ich gerade mal ein bisschen Pause davon lässt. Deswegen knall ich die Mission jetzt auch weg. Durch. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Cállate. Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos.
esta vez no vayáis a meter la mano. Ich würde so gerne einen Attentat machen gegen euch. Das ist, wäre mir total lieb jetzt gerade, aber ich würde sie gerne. Den habe ich schon mal weg, den Typen. So, jetzt darf ich ihn endlich eliminieren. Jetzt haben wir nämlich auch einen Checkpoint. Jetzt wie verarschen jetzt? Warum darf ich die nicht? Wieso darf ich die Typen nicht töten? Wieso darf ich die Typen nicht töten? Warum, wie sieht ihr die nicht an? Warum killst du die nicht? Ernsthaft jetzt? Ne, das. Aber. Na gut, wenigstens haben wir die Mission soweit. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. So, jetzt müssen wir in das Ding rein. Wahrscheinlich oben drüber irgendwo. Schnell. Ja, sollte eh töten. Ja, kannst es dir auch leicht machen, Edward, mein Freund. Ich will den Hebel. Ach, komm jetzt her jetzt. Warum darfst du nicht da hoch? Warum machst du es dir eigentlich immer so schwer, mein Freund?
Ach, der Gegner läuft da rum, ich kann da ein bisschen rumplanschen noch gehen. Och Mann, jetzt kommst du da nicht durch. Warum zur Hölle machst du das für mich? Reiterisch müsste ich ja nur da hoch, komm, irgendwie so. Frage, komme ich über den Mast da rein? Jetzt gehst du mir schon wieder auf die Nerven! Ich würde ja gerne wieder Schiff rein, ist das möglich irgendwie? Die Haupt. Oh, geht auch jetzt. Why not? Also brauche ich mir die Arbeit gar nicht zu machen, über das Schiff hochzugehen. Oh, diese Mission, ne? Jetzt bin ich zumindest da, wo ich wollte. Tschüss. So. Gibt's da überhaupt noch alles hier verlüftet hat oder so? Nee, einfach nur so. Tschüss. Das Thema erledigt. Scheiße. Das wieder, hä? Du, halt doch. So kann ich dich nicht treffen. Wenn ich dich erschieße. Die kriege ich. Das kann nicht sein, ne? Das steht nicht. Bitte, jetzt lass mich jetzt nicht komplett nochmal neu alles machen. Sondern nur den finalen Kampf jetzt nochmal, ja. Ja, warte mal. Du bist sicher nicht immun gegen Kugel.
Ich hab doch nichts gemacht! Ich bin doch nicht mal raus! Ich bin doch rausgesprungen! Ja, nö, das zählt schon. Das zählt schon. Rausspringen, ja, das kannst du. Hübsches Kerlchen aus der Nähe. What the fuck? Ja, Mann! Das kann doch nicht sein, ey! Wechselt doch mal richtig zu der richtigen Waffe! Nein, das wäre zu einfach. Das machen wir nicht. Nee, nee. Wechsel doch mal zu. Wenn ich dich erschieße. Nein, hau ab von mir jetzt, lass mich in Ruhe. Hör auf damit jetzt, ey. Alter, wer sagt das? Mann, misch dich doch nicht einmal ein, du kleiner Pisser, Alter. Ja, misch dich doch nicht einmal ein von da. Doch, doch, ich muss. Das ist nicht schlimm, was. So kann ich dich nicht treffen. So. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Sicher nicht immun gegen Kugel. What? Wenn ich dich erschieße. Hat doch Leben, deswegen. Natürlich. Wirklich, oder? So, war Munition nachgeladen? Ich rate, ich darf jetzt nicht da. Muss jetzt nochmal. Ja, natürlich. Ich habe noch 5 Kugeln.
Na gut, erklärt sich auch, warum ich den nicht down kriege, weil der halt mehr oder weniger. Jetzt wird es ein bisschen auf Zeit spielen sein. Der bleibt jetzt erstmal oben. Ich muss jetzt warten. Bis ich meine Energie voll habe. Ich habe aber nichts zu verstecken oder so, ne? Geld brauche ich, brauche eine Waffen. Jetzt haben wir wieder Kugeln voll. Jetzt können wir die ganze Scheiße wieder oben angehen. Geh doch da hoch! Oh, schön, dass du da nicht hoch willst! Schön, dass du dann... Mann, schön, dass du da nicht hoch gehst! Ey, ich häng da lieber ein bisschen rum. Nee, das geht nicht. Och Mann, Edward! Spiel die Scheiße doch nicht immer so! Edward, ey. Viel ist es nicht mehr. Nein! Mann, dieser Typ geht mir ein bisschen auf den Senkel, ey. Weil der eine sich schon mal nicht einmischen. Warte, ich muss dich doch mal auf den Boden legen. Geschickt für einen Schwertkampf. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Boah, Alter. Tuburon, ja, du bist ein Held, Alter. Ich liebe solche Leute. Wow. Wie viel Kugeln braucht der Affe, ey?
Ach, geh doch hoch. Eddie, geh doch hoch für Edward Kenway. Nein! Tschüss. Ich bin mal wieder raus aus der Nummer. So viel hast du nicht mehr. Wenn ich Glück habe, kriege ich den mit zwei Schüssen. Oh, oh. Er kommt gerade her. Den will ich jetzt gerade eigentlich verhindern. Die Nummer. Ich brauche ein bisschen Zeit gerade. Das ist soweit. Hab ihn. Puh, geschafft. Sprechen könntest, Freund. Würde ich gern deine Version hören. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Mögest du ewigen Frieden finden. Unten bei den Toten. So, jetzt muss ich hier raus aus der Nummer. Das ist aber eigentlich das geringste Problem. Ich muss mal Richtung Wasser irgendwie, dass ich ins Wasser komme. Ich muss aus dem Gebiet kommen und sie mich stecken. Wie weit muss ich denn kommen? Ein bisschen, ne? Also ganz die andere Richtung kann ich nicht, das ist Schwachsinn. Kann ich den nicht da? Ich kann mich auch nicht rüber supporten, ne? Nee, ich muss jetzt. Ich muss Richtung Wasser kommen. Das ist sinnfreier. Sinnvoller. So, jetzt sind wir Gott sei Dank fast raus und dann haben wir nur noch eine Mission, liebe Leute, und dann sind wir durch mit dem Let's Play hier. Die Gebiet nicht verfügbar, willst du verarschen? Geschafft. So, das ist zumindest was geschafft. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwo... Die ist die Schnellreise nicht verfügbar. Das heißt, ich muss jetzt echt mehr und weniger außen rum fleuchen. Wo steht die Jack da übrigens? Steht die mal mittendrin im Gebiet oder was? Ja, da komme ich auch nicht ran. Scheiße.
Da stehen wir auch. Wir stehen komplett im Feindesgebiet. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier rauskomme, was ich noch mache. Dann haben wir es. Und dann haben wir es. Dann haben wir nur noch eine Mission, wie gesagt. Fakt ist, Tiburon ist tot. Ich habe das aber zu spät gesehen, dass der nicht wirklich viel kann mit was Schwerter betrifft. Aber ich habe ihn dann am Ende 9 Kugeln oder 10 Kugeln waren es, glaube ich, am Ende, die ich gebraucht habe, bis ich ihn hatte. Und wir, aber wie gesagt, ich habe mich auch teilweise ein bisschen dämlich angestellt. Und dass ich so zwischendurch mal kleine 1-2 Ausreißer kriege, wenn mich das immer nervt, gerade diese Verfolgungsmission, wenn du die dann 10-mal neu machen musst und die Dialoge 10-mal hörst, nervt halt irgendwann. So, ich heile mich gerade mal kurz. Aber warte, machen wir was anderes. Scheiße. Was ist jetzt bitte? Das wäre jetzt immer gut, wenn wir da Leute hatten. So, ich muss immer aus das Szenenbüro. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier rauskomme. Dass ich hier halt irgendwie durchkomme durch die Stadt. Weil, wie gesagt, wir sind ja komplett gesucht. Wir haben gerade El Tiburon getötet. Also ich rate, ich muss natürlich jetzt erstmal anonym werden. Oh, Alter. Schlimm. Ja, ist trotzdem. Nee, brauchen wir nicht. Alles gut. Wir hörten, dass Torres die Stadt verließ. Wen habt ihr verfolgt? Auf dem Gefäß stand Torres. Es enthielt aber das Blut seines Sekundanten. Wo ist er hin? Am Morgen verließ er den Hafen. Westlich, entlang der Küste. Das Observatorium. Folgen wir ihm? Benachrichtigt Atabai. Torres sitzt in der Falle. Ja. Verdorbenes Blut. Das war die vorletzte Mission und in der nächsten Mission werden wir wahrscheinlich Torres killen. Bis dann. Tschüss.